Dan Mir-Kanady, neuer Trainer von Cashbau und SC Altach. Was hat Sie dazu bewogen, diese Trainerposition in alte Hand zu nehmen? Ja, in erster Linie natürlich ist der Verein auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich bei diesen Unterfangen, das sie jetzt haben, dabei sein möchte. Sie haben Ziele. Es wurde natürlich aufgrund der Verpflichtung von Georg Zellhofer und des neuen Präsidenten natürlich war die Motivation sehr hoch, auf diesen sportlichen Ziel mit dabei zu sein. Und es freut mich sehr, dass sich der Verein für mich entschieden hat. Und ja, wir werden jetzt versuchen, das Ziel zu realisieren. Jetzt waren Sie mit FC Lustenau doch recht erfolgreich. Haben Sie herausgeholt aus dem Tief etwas Wehmut mit dabei? Ja, natürlich. Also Wehmut ist natürlich die emotionale Seite, dass die Mannschaft wirklich eine coole Mannschaft war. Der Verein mir aber auch die Chance gegeben hat, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und damals der Präsident war mutig genug, mich einzustellen und sagen, okay, für uns heraus. Aber wie gesagt, es ist halt immer eine Periode, wo man als Trainer arbeitet und mittlerweile bin ich lang genug im Geschäft, dass ich auch weiß, dass immer etwas beginnt, aber natürlich auf der anderen Seite auch immer etwas zu Ende geht. Wie wollen Sie jetzt in Altacher wieder zu sportlichen Erfolgen verhelfen? Ja, natürlich jetzt am heutigen Tage das zu beantworten ist nicht leicht. Ich muss die Mannschaft jetzt einmal kennenlernen, sie muss mich kennenlernen und dann im Endeffekt müssen wir schauen in der Frühjahrssaison, wie wir zueinander passen, welche Spieler zueinander passen und vor allem zu uns, zum Verein, die dann auch diese Ziele, die wir vorhaben, in Zukunft zu realisieren. Und das wird einmal die Hauptaufgabe sein. Bei der Pressekonferenz sagten Sie, nicht jeder gute Spieler ist auch unbedingt wertvoll für die Mannschaft. Was verstehen Sie darunter? Ja, ich denke, ein Spieler muss immer zum Verein passen, in die Mannschaft sich integrieren können, er muss eine gewisse Individualität haben, man muss sie auch respektieren und akzeptieren. Jeder Spieler hat seine Eigeneinheiten und das muss man ganz einfach einbringen ins Team. Und trotz alledem sollte man ein Teamplayer bleiben. Und da muss man halt schauen auf die richtigen Typen, wer hat die richtige Einstellung, wer hat die Disziplin, wer hat das positive Denken und das sind alles so Dinge, die ich da mit reinnehme und das sind auch schon so Schlagwörter, die ich jetzt schon gesagt habe, auf die ich sehr viel Wert legen werde. Jetzt wurden Sie bis 2014 verpflichtet. Welche Ziele haben Sie bis dorthin? Ja, wir haben es ja schon gesagt, wir werden da nicht mehr allzu viel drüber reden. Aufgrund der Verpflichtungen, denke ich, wollen wir in die Bundesliga ganz rauf und wir werden alles daran setzen, dass wir das auch schaffen. Gibt es Wunschspieler, die Sie gerne vom FC mitnehmen würden hier nach Altach? Ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen interessierten Spieler, aber wir werden da jetzt ich denke, dass der Verein selber einen sehr, sehr guten Kader hat, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft hier haben und wir uns jetzt einmal auf uns selbst konzentrieren und dann schauen, ob wir überhaupt Spieler dazu holen. Jetzt wurden ja noch Stimmen laut, dass Altach tief in die Tasche greifen mussten, um sie hier zu verpflichten, beziehungsweise sogar Ablöse zahlen für den FC Lustenau. Wissen Sie, woher das kommt und stimmt das? Also ich kann Ihnen eins sagen, dass der Verein SC Altach keine Ablöse gezahlt hat, sondern das Ganze ganz klar über die Bühne gelaufen ist. Und ja, ich denke, dass das eine Falschmeldung war und ich es selbst für mich erledigt habe, wie es gehört auch.